Dir muss ich nicht quatschen. Kann ich wieder nicht benutzen. Oh Gott. Irgendwie das Gefühl, dass man die Dinge nur dann benutzen kann, wenn man sie benutzen soll. Wie bereits gesagt, hier ist so ein Community-Ding eigentlich, das man benutzen kann, aber... Arsch kann ich das benutzen. Das konnte ich nur ein einziges Mal benutzen, oder zweimal. Nämlich dann, als ich es benutzen sollte. Total dumm. I don't know how to thank you. I couldn't do it alone. Ich weiß. You had a question about the Gravedigger, didn't you? Well then, don't think I'm crazy, but there's a chance the Gravedigger isn't really an evil creature or an invading monster. I saw him spare a mortal's life when he easily could have killed them. It's the truth. Have you ever known the Remnants to do something like that? They show no mercy. Tja. He's alive. You can talk to him in person if you want. Name's Emilius. He works as a captain of a civilian boat. Möchte ich jetzt mit ihm reden? Ich glaube, ich muss, ne? Und ich habe noch mehr von diesen Naniten bekommen. Habe ich jetzt... Ah, guck mal, 720. Das bedeutet, ich kann das Ding hier benutzen. Als nächstes brauche ich 800 Prestigepunkte. Ist gar nicht so viel. Aber ich kann jetzt bestimmt wieder Sachen skillen, ne? Yep. Eins. Hab ich vielleicht... Ich kann die zerlegen, ne? Sollte ich mal machen. Der Hafen Naori. Warte mal. Das wollte ich euch eigentlich jetzt mal zeigen, aber jetzt muss ich sogar hingehen. Ja. Das ist praktisch. Ich zeige mal kurz die Karte, weil nämlich groß ist das nämlich nicht. Ich nehme mich hier hin. Da ist auch schon Boss, und dann war es das. Das ist die ganze Karte. Ich glaube, die kann ich kurz machen. Aber ich würde es trotzdem ganz gerne mal wissen. Nein. Ich hätte eigentlich schwören können. Das geht. Hagelrückhalt. Ich, ganz ehrlich, ich verstehe es einfach nicht. Das wurde mir gestern noch erklärt. Gedrückt halten und... Warte mal. Nein. Es wurde ja gestern noch mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wisst ihr was? Ich gucke... Nee, das... Ich weiß gerade nicht... Boah, da müsste ich echt suchen. Ich dachte gerade, ich gucke einfach kurz in einem anderen Video nach, wie ich das gemacht habe. Aber ganz ehrlich. Guck mal, so geht das auf. Und jetzt? Wie kriege ich das da rein? Ich habe hier die ganze Zahlenreihe, um die Sachen zu belegen. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wie ich die Sachen in die Zahlenreihe reinbekommen soll. Nein, ich wollte nicht das machen. Ne, ist ja hier.
7, 8, 9, die kann ich alle nicht belegen. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme, ich will es jetzt rausfinden, das nervt nämlich. Es hilft alles nichts. Ich habe eben nochmal nachgeguckt im Video. Es gibt keine Möglichkeit, das irgendwie auf was höher gelegenes als Steuerung und 6 zu legen. Darum frage ich mich ganz ernsthaft, wofür sind diese Slots? Werden die mit Premium freigeschaltet? Zusatzquest. Steht Zusatzquest am Ende der Abenteuer eine höhere Belohnung? F11. Nein. Ach so. Nee, das sind 15 Minuten. Boah, ich habe keine Ahnung. Ist aber auch egal. So, Dinge, die ich auch noch wissen möchte, ist Premium. Wahrscheinlich dadurch, ne? Aber geht nicht. Premium kann nicht aktiviert werden. Ich ignoriere die Quest ab, hier ist ganz einfach. Okay, ich rush jetzt einfach mal durch. Natürlich geht das wieder nicht, weil wir einen Gegner haben, der nicht sofort sterben möchte. So. Was ist das denn? Egal. Hallo. Da. Da ist ein Boss. Was ist denn die 2 eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich bin eigentlich viel zu stark für den Boss. Der war so schon kein Problem für mich. Aber jetzt ist er noch weniger ein Problem. Ich muss gleich mal gucken, was das für ein Skill ist, den ich auf der 2 gelegen habe. Irritiert mich. Och, der ist schon tot. Ein Ring der Tapferkeit. Ja, da sind die Bosse, glaube ich, markiert. Und da sind noch Nester. Das sind die Zusatzaufgaben. K. Nein. Scheiße. Schon wieder darauf reingefallen. I. Die 2. Froststrahl. Verursacht Schaden und wendet das kryonische Hemmung an. Die das Ziel für 2 Sekunden bewegungs- und handlungsunfähig macht. Okay, und die 1 ist natürlich deutlich schwächer, die 2 ist deutlich stärker. Ah, okay. Okay. Ihr merkt es vielleicht noch nicht, aber ihr seid unwichtig. So. Und tschüss. Das ist übrigens kein Boss, einfach nur so ein Elite-Gegner. Der hat gleich auch das Symbol. Da war's. Genau. Darf ich mal bitte darunter oder rüber? Danke. Ich habe mit dir nichts zu tun, lass mich in Ruhe. Hier. Friss den, ey. Bam, weg ist die. Kann ich alles zerlegen? Aber da war's? Nein. Wo ist eigentlich der NPC?
Da ist ein Boss, da kommt auch ein zweiter immer dazu. Wir gehören irgendwie zusammen. Da siehst du. Also sobald ich ihn angreife, haut er ab. Sprint 300. Keine Ahnung, was das heißt. Ist auch unwichtig. Ich greife den ein bisschen an und der haut ab. Der kommt gleich, wenn ich den hier besiegt habe, nochmal raus. Dann darf ich den nochmal besiegen. So. Ist nicht besonders schwer, weil ich bin eh schon im Level zu hoch. Beziehungsweise in dem, was man hier ein Level nennen kann, ne? Mein Fortschritt ist halt schon zu groß, um hier irgendwie zu verlieren. So, Mädels. Ihr seid gar nicht so stark, ne? Genau. Ihr seid nur noch das letzte kleine Hindernis vor dem nächsten Boss. Kommt da noch ein Boss? Ich weiß es nicht. Warum ist eigentlich nicht sowas hier? So. Alle tot. Ein Eisrahmen. Das hier ist der richtige Boss, ne? Ja. Komm her. Aus irgendeinem Grund wollte mein Sturm nicht hier hin. Oh, natürlich bleibt er in der Mitte stehen, ey. Was ist das für ein Gegner? Ach ja, genau der. Naja, egal. Du meinst, du musst mich ärgern, indem du einfach damit stehen bleibst und aus meinem Schneesturm entkommst, weil ich ihn falsch gesetzt habe. Dann bitte. Diesmal trifft er aber. Das war gewaltig. Ja. Und Dallo wieder trifft. Bye bye. Ein Eisrahmen. Der Zeuge des toten Gräber gesehen hat, hat immer noch in der Nähe nicht. Was? 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 Was stand da? Gott. Naja, scheiß drauf, ganz ehrlich. Dann wird das jetzt die letzte Folge gewesen sein mit Skyforge, der Closed Beta 4. So konnte ich nochmal zeigen, ja, eigentlich das Wichtigste, ne? Und ich konnte es selber sehen. Halt die offenen Gebiete und halt diese kleinen Gebiete. Dann wollen wir doch jetzt mal, also ihr könnt es wegschalten, jetzt keinen Bock mehr, das passiert keine Action mehr. Ich gucke mir noch ein bisschen mehr das Menü an. Gucke wegen Fortschritt und so ein Kram.
Das geht und das geht und das geht. Und das geht auch. Aha, ha, 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 scheiße. Zieht ihr die Golden hier? Ich habe nämlich gerade gesehen, hier, 75 Stück brauche ich, habe ich nicht. Stattdessen werden die hier verwendet. Gesehen? Ah, man kann sie in-game erhalten, also ist es eigentlich auch egal. Kann man die auch kombinieren? Keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall zu weit weg. Ja, ich schätze mal, hier unten sollte Premium hinkommen, aber da ist es noch nicht, darum kann ich auch kein Premium fragen und diese Queste abschließen. Was gibt's denn noch? Das Inventar kann man freischalten durch kaufen. Geld kaufen. 15.000. Und dann steigt das immer. Dann halt das Zerlegen noch. Kann zum Glück mit Enter bestätigen, dann geht das schneller. Verbinden? Drei werden zu einem. Dient zum Verbessern eines Upgrades. Erlangt man durch das Zerlegen von Ausrüstung, wenn man Steine erhält, werden 300 vom Crit-Limit abgezogen. Gegen Crits auf dem Marktkauf wird das Limit ausgerechnet. Ja. Mal gucken. Dann rück ich auf P. Verbesserung, verbessern geht nicht. Hier kann ich hier was machen. Auch nicht. Da brauche ich noch ein paar mehr. Trophäen haben wir noch keine gefunden. Amulette auch nicht. Ich habe nicht herausgefunden, wie man hier die anderen Plätze verwenden kann. Was ich ziemlich schade finde. Es wird auch gar nicht erklärt. Oder vielleicht wird es später noch erklärt. Oder es wird später freigeschaltet. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss man auch tatsächlich Premium dafür haben, um das freischalten zu dürfen. Dann. Mhm. Unser Fortschritt. Nochmal alles auf einer Übersicht. Die Währung, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Irgendwie scheint es ein Limit zu geben, wie viel man pro Woche verdienen darf. An Kleidung ist halt austauschbar. Ausrüstung haben wir gesehen, die Tasche. Fähigkeiten. Ich habe eine neue. Guck mal. Der Schneewirbel verursacht 35% mehr Schaden. So, das hier war Schneesturm, raus Eis, Impuls. Wo ist denn der Schneewirbel? Da. Cool, jetzt habe ich noch einen stärkeren Nahkampfangriff. Ja, finde ich gut. Fehlt noch irgendwas? Nach 5 Punkten kann ich das nächste Teil aufmachen. Klein zu speichern. Yep. Die Terminals sind irgendwie nur dann verwendbar, wenn man sie verwenden muss. Was fehlt denn noch? Ich glaube, das war alles, ne? Die Dinge, die ich nicht in Erfahrung bringen kann. Die Dinge, die ich in Erfahrung bringen konnte. Gut. Aber irgendwie bleibt noch dieses unzufriedene Gefühl zurück. Ich weiß noch nicht, was es ist. Nee, ernsthaft. Was ist es? Ich glaube, das hat was mit dem Haar zu tun. Naja, was soll's. Dann sehen wir uns... Ah, Moment. Abonniert den Kanal, ne? Kommentiert, einen Daumen hoch und zeigt mir, wenn ihr mehr sehen wollt, wenn das Spiel rausgekommen ist, dann mache ich vielleicht ein längeres, vielleicht sogar ein dauerhaftes Let's Play davon. Weil an sich gefällt es mir ja sehr gut, aber... Es ist halt noch Beta. Es ist noch viel, nicht viel da, es ist noch nicht viel freigeschaltet und die Performance ist unter alles beim Aufnehmen. Ich meine, die Performance ist in Ordnung, wenn ich nicht aufnehme, dann habe ich hier dreifach FPS, aber so. Ja, die Entwickler sollten DirectX 11 hinzufügen, auf jeden Fall. Kann ich runterspringen? Nein, schade. Wäre ein schöner Abschluss geworden. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt, whatever. Bis dahin, mach's gut. Ciao.